Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Wir sitzen gerade mit Nico im Café und lassen nochmal die Gespräche am Tatort Revue passieren und sprechen jetzt nochmal über den Diebstahl. Ich sagte ja, ich glaube, das war ein Insider-Job. Sprich weiter. Jemand hat die Alarmanlage abgestellt, aber nur bei einem Bild. Lass mich raten. La Malediction? Genau. Und ich gedenke herauszufinden, wer das war. Also ich tippe immer noch entweder jetzt auf Vera Securities oder halt Henri selbst. Oder, ja, keine Ahnung, er wurde halt gezwungen von Vera Securities. Das kann natürlich auch sein. Die Überwachungskamera hat ein Bild vom Täter gemacht. Auf seinem Helm standen die Worte Waterloo Motors. Interessant. Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erst mal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest. Pater Simeon, also den halte ich für sehr unverdächtig. Also der Priester meint, La Malediktio sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, Nico. Und da waren noch andere Gesprächsoptionen. Ich Also. sah ihr hinterher. Der Verkehr rauschte, die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. Ist es nicht schön? Oh, und jetzt haben wir das erste Mal unsere große Karte. Also, wir könnten zu Henris Wohnung. Stimmt, da hat er ja die Adresse rausgefunden. Das halte ich für sinnvoll tatsächlich. Nico dürfen wir anscheinend gerade nicht besuchen. Das ist die Galerie, da befinden wir uns gerade. Und wir könnten zu Vera Security. Da würde ich tatsächlich aber erstmal zu seiner Wohnung gehen und von dort aus vielleicht erstmal bei der Firma anrufen und uns vielleicht anmelden. Das könnte man vielleicht machen. Ja gut, dann gehen wir zu Henris Wohnung. Als ich mich Henris Wohnung näherte, kamen mir Zweifel, ob es so eine gute Idee war, so kurz nach seinem Tod hier hinzukommen. Ah, oh, wird schon passen. So, was haben wir denn hier? Tonis. Das ist der Ausgang. Das Ausgang aus der Straße. Tonys Brasserie sah teuer aus. Okay. Eine Boutique. Sarisa Sascha. Frühlingsmode erinnerte mich daran, warum ich diese Stadt so liebte. Der Name Sascha kam mir von der Liste in Henris Kreditkartenbrief bekannt vor. Ah, okay. Rue Le Chèvre. Oder Chèvre? Nee, Chèvre. Okay, was haben wir hier? Café, da ist auch wieder der Ausgang. Ein Ka Nein, es wimmelt hier von Cafés. Paris hatte wirklich eine Menge ganz ähnlich aussehender Cafés. Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein, dass wir zu dem Café zurückkommen, wo wir damals mit dem Clown zusammengerasselt sind? Ich glaube, da kommen wir auch noch mal hin. So, Henris Wohnung. Aber wir haben den Schlüssel nicht, ne? Die Eingangstür war verschlossen, kaum überraschend. Ja. Was ist mit dem Nagelknipser? Klappt das? War gerade ein bisschen verbuggt. Die Klingel zu benutzen erschien mir sinnvoller, als die Tür zu zerlegen. Ja, aber Henri ist tot. Verzeihen Sie die Störung, Madame. Hier ist George Stobbart. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? George wer? Was? George Stobbart, Madame. Ich komme von der Versicherung. Um Gottes Willen, gerade heute will ich keine Versicherung abschließen. Nein, Madame, ich bin kein Vertreter. Es geht um den Diebstahl in der Galerie. Ah, verstehe. Wenn es um euer Geld geht, verschwendet ihr keine Zeit, was? Im Moment ist es schlecht. Ich bin sehr durcheinander. Madame, ich. Nun gut. Das hatte ja nicht viel gebracht. Wir können aber im Kurs bei Vera Securities anrufen, finde ich. Mein Handy hatte kein Netz. Ich konnte nicht telefonieren. Was? Wieso das denn nicht? Kannst du mal probieren?
Ich beschloss, so schnell nicht wieder bei ihr vorbeizukommen. Okay. Ja, denn, ja gut, dann, ja, dann müssen wir wohl doch zu Vera Securities, weil mehr können wir jetzt hier gerade nicht tun. Dann fahren wir jetzt hier hin. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Na gut, zumindest haben sie den Namen über der Eingangstür stehen. Das ist ja auch schon mal was. Vera Security. Hier würde ich ein paar Antworten finden. Hoffentlich. Stromkosten? Stromkosten. Stromkasten. Die Klimaanlage passte sehr schön zu den Art Deko-Verzierungen. Er sagt Klimaanlage. Na ja, gut, egal. Hier sah es aus, als wäre die Bude schon lange geschlossen. Ja. Ja, gut, dann gucken wir mal, was hier ist. Eine Neo-Reklame. Bitte bleiben Sie von der Reklame weg. Sie machen es nur noch schlimmer. Anscheinend ist die wohl kaputt. Ein Kioskbesitzer. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Ja, er sieht auch nicht sehr glücklich aus, der Verkäufer. Haben wir hier sonst noch was? Nö, dann quatschen wir mal mit ihm. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche die Firma Vera Security. Aber natürlich, das ist der Laden gleich hinter Ihnen. Vielen Dank. Ich heiße übrigens George. Nennen Sie mich einfach Bassam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Okay, vielleicht können wir da ja helfen irgendwie. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial, aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Okay. Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Ja gut, also selbst wenn wir das jetzt schaffen, dann wird ja nicht direkt seine Kopfschmerzen weg sein, oder? Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht können wir mit dem Nagelknipser da irgendwelche Kontakte oder so hin und her biegen. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht reicht. Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Also ganz kurz mal eben. Ich überlege gerade. Gab es nicht... im ersten Teil ging es da nicht um ein Rennpferd? Das hieß ja wie Salah Eddin oder so? Da war doch irgendwas, ne? Das sieht jetzt sehr, sehr ähnlich aus. Hier steht Salah Eddin. Also, finde ich schon. Ja gut, egal. Können wir jetzt vielleicht hier den Nagelknipser mal eben nehmen und da vielleicht was machen? Den da? Wieso? Das S geht doch. Das hätte nicht funktioniert. Ah! Wir können es tatsächlich verschieben. Also die ersten 5 sind anscheinend kaputt. Können wir denn... Warte mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier genau machen soll. Warte mal. Ach so. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher.
Anruf verquatscht, ne? Vielleicht machen wir das später. Wir versuchen es jetzt erstmal hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da noch was machen müssen. Oh Gott. Hilfe! Was ist denn los? Da ist ein Monster! Was? Wo? Auf dem Boden. Tun Sie es weg. Ach, die Kakerlake. Ja, die Kakerlake. Helfen Sie mir. Ach, Katja Brügger spricht auch wieder mit. Ja, ich denke mal, mit dem Rasierwasser kümmert der wahrscheinlich dann irgendwie ans Leder, ne? Ich ging mir das mal genauer ansehen. Komm schon, Kleine. Die würde ich mit bloßen Händen niemals fangen. Ja, dann pass auf, nehmen wir mal das Rasierwasser. Das wäre ein glatter Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention gewesen. Okay, dann nicht. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt die Lösung. Mit dem Nagelknipser? Das würde niemals klappen. Ja, okay, dann müssen wir was anderes machen. Da liegt... Bin ich hier der Kammerjäger? Eine tote Maus. Schublade? Da war eine riesen Kakerlake im Weg. Ernsthaft? Du kommst nicht an der Kakerlake vorbei. Oh, okay. Gucken wir uns den Tisch mal eben an. So, was ist eine Zigarettenschachtel? Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer. Okay. Ah, ich glaube, wir können eine Falle damit bauen. Hm. Als Kind hat man mir immer gesagt, ich solle nicht mit Streichhölzern spielen. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Okay, ja, haben wir. Ein zerknülltes Zigarettenpäckchen. Okay, Aschenbecher. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Mir fällt gerade ein, wo ich jetzt hier die Streichholzschachtel eingesammelt habe. Sag mal dreimal schnell nacheinander tschechisches Streichholzschächtelchen. Wisst ihr, wo ich das her habe? Wir haben jetzt gerade vorhin, also Steffi und ich haben gerade vorhin ein Video von den Naturensöhnen geguckt. Und da kam dieser Zungenbrecher drin vor. Tschechisches Streichholzschächtelchen. Ich finde ihn gut. So, ein Radio. Lassen Sie das Radio in Ruhe und kümmern Sie sich um die verdammte Kakerlake. Du bist aber auch echt ein bisschen grantig, ne? Wir bräuchten nämlich noch einen kleinen Köder vielleicht, oder? Kann man da Krümel betrachten? Auf dem Boden waren Krümel. Kein Wunder, dass sich die Kakerlake hier wohlfühlte. Aha. Ja, pass auf, wir basteln jetzt mit der Streichholzschachtel eine Falle. Ich kippte die Streichhölzer aus. Ich konnte sie nicht fangen, indem ich nur rumfuchtelte. Vielleicht konnte ich sie aber näher ranlocken. Ja. Und zwar die leere Schachtel zu den Krümeln stellen. Ich stellte die Streichholzschachtel hin. Kakerlaken verstecken sich gerne an dunklen Stellen. Keine schlechte Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, aber jetzt... Die Kakerlake zierte sich. Ich brauchte einen Köder. Ja, die Krümel sind ja schon da. Aber habe ich dann irgendwas dabei? Vielleicht jetzt das Rasierwasser? Ich weigerte mich, die Kleine zu foltern. Selbst Kakerlaken haben Rechte. Ich dachte ja, als Lockmittel. Vielleicht, warte mal, wenn jetzt hier nicht irgendwie was rumliegt, holen wir uns vom Kiosk was. Ich weiß nicht, was Kakerlaken jetzt gerne essen. Gehen wir mal raus. Vielleicht hat er ja irgendwas für uns. Kiosk. Was ist das? Kakerlake? Könnten Sie mir bitte bei einem Ungezieferproblem helfen? Bitte, Monsieur Stobbart. Ich kann mich im Moment wirklich nicht um anderer Leute Probleme kümmern. Oh. Ja gut, dann muss ich... Ja, ja, dann muss ich doch erst das Problem mit der Neon-Reklame lösen anscheinend. Aber ich weiß halt echt nicht... Wie? Ah, okay. Dein Ziel ist es, die Buchstaben so neu anzuordnen, dass ein neues Wort entsteht, welches zu Bassams Dilemma passt. Die Buchstaben, die das neue Wort ergeben, müssen erleuchtet sein. Und dazu in die sieben Zeilen... Es stellen rechts... Aha, von dem
Zeichen platziert werden. Nimm dazu einen Buchstaben auf. Benutze ihn und verschiebe ihn in eine Position. Du kannst, was? Dann kannst du den Buchstaben durch erneutes Benutzen an die Leerstelle. Also wir müssen also sieben Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leuchten, nämlich genau. Okay, diesen Hinweis hatte ich vorhin nämlich gar nicht. Okay. Ein Wort, das zu seinem Dilemma passt. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Okay. Was kann man denn da mal machen? Also den Buchstaben würde ich schon mal wegnehmen. Ja, was machen wir denn da? Also, was für ein Dilemma passt? Lasagne, da fehlt mir. Für Lasagne fehlt mir ein G. Nein, was kann man denn. Hä? Zu seinen Kopfschmerzen. Was passt denn zu seinen Kopfschmerzen? Und sieben Buchstaben darf es ja nur haben. Fangen wir mit D an, oder? Ach, also ich muss immer verschieben, ne? So. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da schreiben soll. Irgendwas mit. Fangen wir mit D an. D oder da. Hey. Dieser. Oder. Mit Laden? Irgendwas mit Laden? Aber Laden hat 5. Ein Eiladen. Nee. Salat. Was kann man denn da machen? Was kann man denn da machen? Das, was zu seinem Dilemma passt, da bin ich jetzt echt gerade, bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Da sein, sollst du mit L anfangen? Vielleicht fängt es mit L an. Ah, mit Leiden vielleicht. Oder vielleicht Leiden. Leidend? Vielleicht Leidend? Warte mal. Leidend? Und das nehmen wir weg. So? Leidend. Wäre gar nicht schlecht gewesen, finde ich, oder? Leidend. Oder... Leidend. Ich fand das gar nicht schlecht, was zu seinem Dilemma passt. Leidend. Und das sind jetzt 7 Buchstaben. Also so gesehen ist es richtig. Oder Leidens. Leidens? Was war das? Leidens. Oh, ja, mal gucken. Vielleicht so Leidens. Nee, auch nicht. Leidend. Eigentlich wäre leidend das Beste gewesen, finde ich. Also, das D ja wohl nicht, oder? Weil das ist ja so ein komisches D. Sonst quatsche ich gleich nochmal mit ihm, aber ich denke schon, dass dass da irgendwie so ein Geräusch gekommen wäre, von wegen, hat geklappt. Oder sind die Ds vielleicht auch noch entscheidend, welche Ds ich nehme? Oder die Es?
Wahrscheinlich endlich, oder? Dass die halte ich immer noch für unwahrscheinlich. Tatsächlich. Leid. Es ist doch nicht wahr, oder? Kann nicht so schwer sein. Leidend. Und einfach nur leiden? Ha. Vielleicht bin ich auch gerade total auf dem Holzweg. Leisen? Nee, leidend. Seidend, silent. Was zu seinem Dilemma passt. Es ist doch leidend. Ich finde, es passt perfekt. Ich kann jetzt mal die E's durch. Das wäre ja schon ein bisschen traurig, wenn das jetzt das. Oder ich muss das halt ohne die, dass ich die Lücke nicht beachten darf. Achso, halt, nee, Moment. Ah, nee, das blinkt ja der Buchstabe. Das ist doof. Das kann ich so nicht machen. Okay, das kann ich nicht machen. Leidend. Ja, Ich versteh's nicht. Was ist das Problem? Leidens. Wahrscheinlich steht ihr davor und denkt, Herr Alex, ist doch voll logisch. Loses Kabel! Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Und ist es jetzt richtig? Okay, ich musste das Kabel rausreißen. Muss ich jetzt vielleicht Leidens machen? Moment. Nee. Ich denke, dass Leidens schon richtig ist, oder? Das habe ich echt nicht gesehen. Pass mal auf. Ich mache das jetzt mal wieder so mit Leidend. Mal gucken. Soll ich mal ansprechen? Es flackert jetzt jeweils nicht mehr. Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Ach so. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Okay. Ah, jetzt soll man doch einen richtigen Namen. Aber was zu seinem Dilemma passt? Okay. Also das soll schon geil klingen, ja? Okay. Puh, Gott, das ist der... Oh Gott, was kann denn das? Hilfe! Die nehmen wir aber weg. Es tut mir leid, dass ich es gerade ein bisschen hin und her überlegen bin. Was kann denn das sein? Also vielleicht schon mit, also ja, mit Ender, also ich bin am Überlegen, ne? Schon immer so vielleicht, mit Zen, Den, Len, ich
Ich muss mir nachher überlegen, ne? Italien geht nicht oder so. Vielleicht Lien? Nicht so ganz, ne? Dadlien. Das ist doch echt nicht so. Das kann nicht so schwer sein, oder? Oder doch. Doch mit Sien? Warte. Sien. Dalsien. Ja, Asien hat, glaube ich, wenig Sinn. L-Asien. Finde ich auch gut. Was kann denn da hinkommen, verdammt? Vielleicht doch was mit... das ist alles nicht so wirklich das Wahre, ne? Salden. Lasiden, Saliden? Sardiden? Saliden. Saliden. Saladen. Was? Also. Es tut mir jetzt wirklich leid, Leute. Ich muss nochmal fragen. Was genau wolltest du jetzt noch für einen Begriff haben, bitte? Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Ja, ja. Und ich bin Ihnen... Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ja, genau. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Boah. Sehnsucht. Also, ich denke, das ist irgendwie so, oder? Mit Land irgendwas? Land könnte ich auch bilden. Aber Island. Ich könnte Island machen. Warte mal. Aber ein bisschen rumprobieren. Ne? Ich wüsste das ja auch gar nicht. Ich muss halt das richtige Wort finden. Machen wir mal Land. Land ist schon mal gut. Pass auf. So. Guck mal, Island klingt doch schön, ne? Aber es ist nicht das richtige Wort. Schade. Was kann man noch für ein Land machen? Das ist jetzt echt gerade schlimm. Tut mir leid. Ich bin in Anagramm normalerweise besser. Ich glaube ja immer noch, dass es irgendwas mit Sien, Ien, Dien oder so sein müsste. Oder? Okay. Nee, das hat alles keinen Sinn. Gut, das ergibt auch keinen Sinn. Oder doch mit S vielleicht eher? Dasien.
L-Asien. Das hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ja, das hatte ich schon. Ich glaube, das hatte ich schon. Und wenn man ein L dahin macht. Aselien. So vielleicht. Na. Das kann doch jetzt echt nicht so schwer sein hier. Leute. Soll ich das jetzt echt nachgucken? Ist traurig, Leute, aber ich muss jetzt nachgucken, sonst kommt mir ja nicht weiter. Es tut mir echt leid.